Was geht? Ich hab noch eine Bitte. Alter, was ist denn mit dir los, Mann? Das ist schon die dritte. Okay. Ich benötige folgendes. Papierflieger. Da war doch einer auf der Rückseite. Ich frag mich, wer den gebastelt hat. Einfach mit dem Ei bewerfen. Oh Mann, nicht noch eins. Aber Leute, damit auch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. In diesem Part habe ich tatsächlich vor, ein bisschen Backtracking zu betreiben in den vorherigen Leveln, weil dadurch, dass wir im letzten Part die Babyschnuffels, also die kleinen Schnüffelchens, quasi gefunden haben und damit quasi freigeschaltet haben, sind in allen anderen Leveln die jetzt auch aufgetaucht. Da dachte ich mir jetzt im ersten Teil einfach nur mal, what the fuck? Warum tauchen die jetzt überall auf einmal? Das ist nochmal richtig scheiße. Weil das ist ja dann noch mehr Content als ohnehin schon das Spiel hat. Aber ist okay. Ich akzeptiere das. Und deswegen würde ich mal sagen, tun wir in diesem Part mal die ganzen vorherigen Level nachholen. Das eine Level, was wir im letzten Part nicht geschafft haben, oder zumindest nicht komplett geschafft haben, tun wir auch noch nachholen, die 100%, weil das habe ich vielleicht ein bisschen verkackt. Es ist so minimal. Also, okay, minimal ist noch untertrieben. Ich habe es absolut verschissen, das Level. Deswegen wird dieser Part auch ein bisschen deutlich mehr geschnitten sein, weil das Sound hier alles zu zeigen, wie ich das Level jetzt rückwärts spiele, ist, denke ich mal, nicht so interessant tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, schneide ich es euch wieder so zusammen wie im letzten Part, dass ich quasi die Schnuffelchen einfach einsammle, wo ich sie dann gefunden habe. Und da muss ich gerade tatsächlich gar nicht schneiden, weil hier haben wir ja schon den ersten Schnuffel. Also komm her, du. Gut, dankeschön. Weil dich nehme ich definitiv mit. Natürlich halten wir auch gleichzeitig auch schon nach dem Papierflieger, weil den brauchen wir eigentlich auch. Und ich denke mal, dadurch, dass wir das Level so schnell gerade durchlaufen, brauche ich gar nicht mehr schneiden. Und da haben wir den Papierflieger, das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Da haben wir den schon mal gefunden. Aber ich möchte noch weitermachen, weil ich brauche noch ein Schnuffelchen tatsächlich. Und weil das erste Level noch nicht mal so umfangreich ist, was jetzt persönlich diese Level hier betrifft, kann ich das eigentlich hier genauso lassen und einfach nur durchlaufen. Ich glaube, das geht hier total fit. Habe hier das dritte Schnuffelchen und dann können wir nun ab ins Ziel. Nein! Oh nein, 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 oh. Gottverdammt. Aber komm, lauf einfach nur noch, Yoshi. Lauf entlang. Aber dadurch haben wir jetzt hier das Ziel auch endlich erreicht. Wir müssen das innerhalb von 2 Minuten 30 schaffen. Das haben wir erreicht, also da soll wir kein Problem sein. Damit haben wir das Level auch zu 100% abgeschlossen. Gott sei Dank. Und haben auch zu nebenbei die Sidequests noch geschafft. Was sehr, sehr wichtig war. Aber nun haben wir hier alle 3 Schnüffelchen, 4 Grinseblümchen. Und ja, ich bin wieder knapp bei Kasse. Ich habe mal ein bisschen ein paar Münzen gefarmt und habe den zweiten Automaten in der im zweiten Abteil der ersten Welt leergeräumt tatsächlich. Juhu, Papierflieger gefunden. Na dann, Dari, das hier wollt ihr überreichen. Dankeschön und bitte sag mir jetzt, das war's. Bitte. Ich hab noch eine Bitte, nein! Ich benötige folgendes 5-mal Milchflaschen. Eine Flasche für unglaublich Milch. Du findest welche auf der Rückseite, aber mit dem Ei bewerfen. Alter, ich flipp noch aus. Was ist los mit dem Typen? Wie viel Missionen hat dieser Typ? Wisst ihr was, ich schneide schnell die Milchflaschen zusammen. Bis gleich. Alter Gott, verdammt. Jesus Christ. So, Flasche Nummer 1. Gut, weiter. Wo ist die nächste? Hier haben wir Flasche Nummer 2. Nehme ich auch lieben gerne mit. Dankeschön. Dann suche ich mir gleich die dritte. Da haben wir die Flasche Nummer 3. Die nehme ich auch lieben gerne mit. Dankeschön. Das Stufchen nehme ich auch noch nebenbei. Und dann suchen wir hier gleich die vierte Flasche. Die haben wir hier auch gleich. Perfekt. Und dann fehlt uns zum Glück nur noch eine. Wenigstens geht diese Cyclops etwas schneller als gedacht. Und Alter, ganz ehrlich, dieser Typ hat definitiv viel zu viele Aufgaben für einen. Also wirklich, das ist ja schlimmer als jede Großmutter, ey. Aber, naja, was soll's. Tun wir jetzt einfach mal das hier wegmachen. Und dort hinten haben wir Flaschen Nummer 5. Und damit haben wir das auch abgeschlossen. Und ja, ich möchte dasselbe enden. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er natürlich noch eine Sidequest für mich hat. Bitte, sei die letzte. Please. Weil noch eine kann ich definitiv jetzt nicht gebrauchen. Komm schon, und alter Wort. Ihr habt es zwar gerade nicht gehört, aber da war gerade so eine gottverdammte fette Hummel vor meinem Fenster. Wow. Holy shit. Und juhu, 5 für mich. Und diese Hummel war echt fett. Auf jeden Fall, na darf ich dich wohl hier das hier überreichen. Bitte sag mir, das war das letzte. Bitte, bitte, bitte. Wir sind die Gefallen ausgegangen, um dich bitten könnte. Ja. Yes. Es ist vorbei.
Hurra, alle Gänseblumen in Sonnensteinstation gefunden. Ja, Gott sei Dank. Also tschüss, my boy. Und dann machen wir hier gleich weiter. Nämlich dieser Typ möchte ja immer noch den Fisch haben, den wir hier drin finden können. Und deswegen würde ich mal sagen, hole ich jetzt erstmal den Fisch und dann machen wir die Schnuffelmission. Also, ich schneide euch den Weg, obwohl, das brauche ich eigentlich gar nicht schneiden, weil tatsächlich ist er ziemlich am Anfang. Das habe ich jetzt nämlich selber offscreen gefunden, nachdem ich nochmal ewig gesucht habe. Tatsächlich muss ich sagen, das hätte man finden können. Also wirklich, das hätte man wirklich finden können. So schwer war das ist wirklich auch nicht versteckt. Aber ich habe das gestern ziemlich spät aufgenommen tatsächlich. Und ja, die Aufnahme ist gar nicht mal so lange her. Die habe ich am vorherigen Tag aufgenommen. Für euch war das jetzt dann quasi der, sag's mir doch, der Sonntag, genau. Und ich habe es sonntagnachts also aufgenommen, so um 11:30 oder so. Und hier haben wir auch eben so den Plattfisch, der ziemlich am Anfang des Levels ist. Und dann können wir das Level auch gleich beenden. Und ich hoffe mal, dass dieser Typ nicht genauso viele Gefallen hat wie sein Kumpane. Weil, Alter, das ist enorm viele Gefallen, was sie eben haben. Natürlich ist es cool, dass man hier quasi viel machen muss. Aber so viele Gefallen sind schon etwas heftig. Dass man quasi ein Level 5 mal spielen muss. Blumen zauber jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach eine Blume. Das wirkt Wunder. Und ich habe noch eine Bitte. Oh nein. Ich benötige 5-mal Bodenbirdie. Am Hafen gibt es viele von ihnen. Es müssten insgesamt 6 sein. Einfach mit dem Ei bewerfen. Okay. Aber erst machen wir erstmal das Fischaquarium mit den kleinen Schnuffelchen. Weil die müssen wir natürlich auch einsammeln. Das gehört natürlich alles zu 100%. Und daran merkt man einfach auch, wie viel Content dieses Spiel einfach bietet. Also, diese ganzen Gefallen, dann noch die ganzen Schnuffelmissionen. Natürlich könnte man sagen, ja, das wirkt dann etwas gestreckt, aber dies muss ich tatsächlich verneinen. Also, es wirkt halt wirklich, als hätten die Entwickler sich Gedanken gemacht, um mit der Optik, mit dass man das Level vorwärts und rückwärts spielen kann, einfach wirklich sich viele Ideen gesammelt haben, damit sie wirklich das so gut nutzen können wie möglich, weil damit nutzen sie halt auch wirklich das Potenzial, das dieses Ding halt quasi bietet und, hä? The fuck? Was machst du? Wo ist er hin? Hä? Schnuffelchen? Schnuffelchen hat einfach Suizid begangen. Scheiße! Schnuffel, wo bist du? Schnuffel? Hallo? Schnuffel? Please, where are you? Schnuffelchen! Oh Mann! Wo ist er hin? Ich sehe ihn halt wirklich gerade nicht, ne? Wo, da ist ein Schnuffelchen! Alter, komm her, du kleiner Racker! Jesus Christ! Bist du lebensmüde und einfach in den Tod zu springen? Oder was ist los mit dir? Ganz böse Schnuffelchen, ganz böses. Also wirklich. Also Leute, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann, wenn ich das zweite Schnuffelchen gefunden habe, das hoffentlich kein Suizid begeht. Also, bis gleich! Okay, komm her, du Schnuffel. Und, oh shit, ist ja von dem Schnuffel weggeschossen. Okay, haben wir hier schon mal das Schnuffelchen Nummer 2. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich Schnuffelchen Nummer 3 gefunden habe. Bis gleich. Da hinten ist er. Komm her. Nein, Schnuffel. Komm zurück. Alter, dieser... Alter, der Bohr ist ja schnell. Was ist denn das für einer? Ja, moin. Komm... Nein. Kommst du... Boah, Alter, wie geht denn der ab, ey? Okay, jetzt passe ich ihn einfach ab. Weil er kommt jetzt safe zurück. Und ich habe mir doch nicht das Ben eingebildet. Wo ist er jetzt hin? The fuck? Schnuffel? Hallo? Schnuffel? Wo bist du hin, Alter? Wo ist der Kleine hingerannt? Das gibt's doch nicht. Alter, ich sehe ihn halt gerade wirklich nicht mehr, ne? Und da ist er! Meine Güte, Schnuffel. Jesus. Okay. Jetzt haben wir wenigstens gefunden. Und da würde ich sagen, gehe ich bis zum Ziel. Ich schneide euch aber den Weg. Wie immer, obwohl es jetzt hier gleich erledigt, weil wir hier schon am Ziel sind. Und tatsächlich haben wir es nicht in der Zeit geschafft. Oh, shit. Okay, das kam unerwartet. Ich habe gedacht, ich war noch ganz gut in der Zeit, aber anscheinend nicht. Wir müssen das immer halt 3 Minuten 30 und wir hatten 3:39. Okay. It's okay, it's okay. Aber in Ordnung, da würde ich sagen, schneide ich euch schnell das am Ende rein, wenn ich das nochmal gemacht habe. Also Leute, bis gleich. Und ab ins Ziel. Oh man.
Also die Schnuffelmissionen sind schon anstrengend, muss ich sagen. Also sie sind jetzt nicht schlecht, also an sich, die gefällt mir. Aber sie wirklich in jedes Level zu packen, ist wirklich so eine Sache, wo ich überlegen muss, so, musste das sein? Aber naja, ich bin kein Entwickler, das ist deren Entscheidung. Aber damit haben wir dieses Level zumindest schon mal 100% abgeschlossen. Und nun machen wir weiter mit diesen hier. Und dort haben wir eigentlich auch alles gefunden. Aber ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal diese Quest von für unser Dude da halt, der Typ da halt. Und dann machen wir die Schnuffelmission. Und natürlich ziehe ich mich auch um, weil ich habe ja wieder ein bisschen eingekauft und nehme dazu das Wasserrad. Yay! Also Leute, ich schneide es euch wieder zusammen. Also, bis gleich. Jetzt, meine Güte, das war jetzt ungefähr so ein Zusammenschnitt von irgendwie allem. So ganz komisch. Aber, Junge, also die waren jetzt wirklich nicht einfach versteckt tatsächlich. Also, wow. Da habe ich jetzt, also den letzten, da, den habe ich jetzt echt dabei suchen müssen, weil ich war am Ende des Levels, war beim Boss, habe aber nur 5 Stück. Da ich mir so, hä? Wie geht denn das? Geh nochmal ins Level, lauf nochmal alles ab und dann habe ich den zum Glück gefunden. Juhu, Bodenbirdie! Und nun darf ich das hier dir wohl mein Video überreichen. Nimm es! Und natürlich habe ich noch eine Bitte, also glaub ja nicht, dass ich nichts mehr habe. Also, hier ist die nächste Bitte. Ich bitte dir folgendes. 3-mal Krebs. Krebs hängen mir gerne am Meeresgrund ab. Ich brauche 3 Stück davon. Einfach mit dem Ei bewerfen. Ach. Leute, dann machen wir das auch noch. Ich hoffe mal, da hat er dann nichts mehr übrig. Bitte. Also, mal wieder. Bis gleich, Leute. Aber diesmal sage ich euch, was die 1 und die 2 und so ist, weil das davor, da hatte ich gerade einfach keinen Bock, weil ich mich ziemlich stark konzentrieren musste. Also, bis gleich. Okay, hier haben wir den Krebs Nummer 1. Den brauchen wir definitiv auch. Und dann möchte ich mal sagen, gehe ich gleich zum zweiten Krebs. Mal schauen, wo der sich verbirgt. Bis gleich. Aha, okay, hier haben wir Nummer 2. Da fehlt uns eigentlich nur noch einer. Okay, aber ich glaube, der ist noch ein ganzes Stück weiter hinten. Also, wir sehen uns dann, wenn ich den auch gefunden habe. Bis gleich. Aha, okay. Hier haben wir den letzten Wunde. Und damit haben wir das auch geschafft. Meine Güte. Aber was ich richtig cool finde, ist, dass das Spiel wirklich anzeigt mit diesen grünen Zetteln, mit den karierten Yoshi-Eiern, also dem punktierten Yoshi-Eiern, Farbenmuster da, dass man halt weiß, okay, das habe ich schon abgeschossen und welches muss man noch finden. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst tatsächlich dafür. Juhu, Krebs gefunden. Und nun darf ich dir das wohl auch überreichen. Und bitte sag mir, das war das letzte von 3. Bitte. Ich habe noch eine Bitte. Nein, ich benötige Piratenschiff. Ich bin dir sicher, das findest du mal auf der Rückseite des Hafens. Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay, Leute, damit der Part nicht zu lang wird, beende ich ihn an der Stelle. Wir haben nicht alles geschafft, was ich in dem Part schaffen wollte, aber ich möchte nicht so überziehen wie in den zweiten. Also ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter mit dem Piratenpier, holen dort das Schiff, machen dann weiter mit diesem Level, damit wir das eigentlich machen und dann können wir in ein neues Level gehen. Tut mir leid, aber das Spiel tut so viel Backtracking verlangen, das ist abnormal und wir wollen es natürlich zu 100% spielen, deswegen wird dies leider vonnöten sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann.